So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist immer noch meine Pflanze, die ich gefunden habe. Die macht eine super coole Figur. Ich hoffe, dieser Burger macht auch eine super coole Figur. Den möchte ich heute nämlich mal testen. Es ist der Big Beef Classic mit Käse und Soße. Irgendwie sieht er so normal aus und hört sich so normal an, dass ich dachte, den haben wir bestimmt schon gehabt. Es gibt so viele Burger-Videos von so vielen komischen Einkaufszentren, Discountern, Läden hin und her. Ich habe dazu aber nichts gefunden. Genauso wie diesen Big Hot Chili, den Pupsi letztens hatte. Und als ich im Teegut war, habe ich in der Ecke gesehen, da gab es Burger und zwar genau diesen einen, diese eine Marke, diese eine Sorte. Und ich weiß, ich habe noch nie im Teegut Burger gekauft, weil ich gefühlt noch nie im Teegut einkaufen war. Kann also gar nicht sein, dass ich diesen Burger aus dem Teegut schon mal getestet habe. Verpackung sieht auf jeden Fall cool aus, schöner Karton. Aber irgendwie ist gefühlt jeder Burger, den es momentan gibt, immer in so einem Karton drin. Und dann in so einem Plastikbeutel, der sich aufsaugt, das ganze Brötchen kompletter Matsch und weich wird. 600 Watt. 90 Sekunden in der Folie, in der Mikrowelle. Und wie bei dem allerletzten Burger, den wir hatten, steht auch hier Pimp It mit frischer Salat, Tomaten und Zwiebeln dazu. Das heißt, da ist eigentlich nichts drauf, außer Käse und Soße. Kennt man ja. Ziehen wir jetzt hier auch mal auf. Nehmen das jetzt hier einfach mal raus. Big Beef Classic wieder in so einem super genialen Folienbeutel. Mit dieser Folie kommt der jetzt in die Mikrowelle. So, jetzt habe ich zwar vergessen, das zu filmen, wie der in die Mikrowelle reinfliegt, richtigen Bums lässt und wieder rauskommt, aber ihr seht ja schon, der Beutel, der war richtig aufgeplustert. Hier vorne ist jetzt ein Loch drin, da hat es einfach so viel Druck erzeugt, dass das Ding geplatzt ist. Ich werde trotzdem, weil ich das immer so mache, mir aber hier diese Kanten abschneiden, um den dann irgendwie hier rauszukriegen. Das Ding ist halt, wie gesagt, jetzt sehr matschig. Wir hauen den jetzt hier drauf. Also eigentlich müssen wir den hier auf das Brett machen. Der Teller war nur dafür da, dass man den in der Mikrowelle erwärmen kann. Ansonsten möchte ich den Burger bitte auf diesem Brett, weil auf diesem Brett sieht der einfach richtig super aus. Da ist jetzt also nur Käse drauf und Soße. So, der Käse ist in der Mitte zerteilt, klebt hier jetzt zur Hälfte drauf. Die andere Hälfte ist noch hier auf dem Burger-Bun. Hier sehen wir lauter Grillstreifen in dem Fleisch. Riecht, naja, die Soße riecht gut, die Soße riecht fruchtig. Das legen wir mal kurz so hin. Ich habe nämlich auch wieder was vorbereitet und zwar, wenn es nicht schmeckt, haben wir noch die gute Maddock 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, womit wir gerade Burger in letzter Zeit auch öfters mal würzen. Hätte ich gar nicht gedacht, aber selbst bei diesen ganz normalen Burgern, wo zwei Stück in einer Packung sind, passt das eigentlich recht gut dazu. Für Thumbnail will ich das jetzt auch nochmal reinhalten. Und zwar mit der Packung, mit der Maddock, mit allem drum und dran, dass man das mal sieht. Ne, warte, das muss vor, das muss zurück. So. Ich weiß nicht, ich muss meine Augen... Du sitzt hier draußen, es blendet immer irgendwie ein bisschen. Sonst war das immer drin, drin war das viel besser. Da hast du nicht irgendwie Natur gehabt und Vögel, die dich ablenken von irgendwas. Ich muss jetzt ein bisschen Mist reden, um Zeit zu schinden, dass der Burger ein bisschen abkühlt. Oder ich mache einfach einen Cut. Ich glaube, ich mache einen Cut. So, fürs Thumbnail halten wir das jetzt mal hier hoch. Ihr seht jetzt hier die gute Mad Dog Flasche, ihr seht den Burger und ihr seht auch den Karton dazu. So, fürs Thumbnail halten wir das jetzt mal hier hoch. Ihr seht die Mad Dog Flasche, ihr seht den Burger und ihr seht hier den Karton dazu. Das ist jetzt ein Thumbnail für Ramses Kitchen. Jetzt habe ich das fünfmal aufgenommen für das Thumbnail, einfach damit Zeit vergeht und der ein bisschen abkühlt, damit wir den jetzt auch probieren können. Ich nehme nochmal den Deckel ab, der Käse sieht halt richtig genial aus. Beißen jetzt einfach mal hier rein in die Ecke, hier ist der meiste Käse. Das Brötchen ist halt total weich, aber das war zu erwarten. Das Fleisch finde ich gut, ist nicht knorbelig, ist nicht fettig, ist auch irgendwie total weich, als würdest du es mit der Zunge einfach durchdrücken können. Die Soße hat irgendwie so kleine
weiß nicht, was das ist, Gurkenstückchen mit dabei. Ist auf jeden Fall auffällig, ist trotzdem nicht trocken, die Soße passt gut dazu, ist halt jetzt nicht würzig. Ich glaube, ich beiß noch mal einmal rein für den Geschmack und dann haue ich mir ein bisschen Maddock drauf. So, von der Größe her ist er auch in Ordnung, ist ein bisschen größer als die normalen, aber irgendwie überall, wo Big draufsteht, ist halt ein so ein Karton. Irgendwie ist es trotzdem alles das Gleiche. Ein Karton mit einem Burger drin, der in der Folie eingepackt ist. Alles ist weich, alles ist matschig. Gefühlt schmeckt alles gleich. Die Soße, die draufkommt, ist halt auch jetzt nicht so krass speziell. Ist okay, kann man essen, aber jeder normale Burger-Mensch würde sagen, das ist einfach nur Mist, das ist Fraß. Das ist auch nicht, was ich unbedingt jeden Tag kaufen würde. Ich würde es nur mal testen, wenn ich es noch gar nicht kenne, so wie jetzt. Und ansonsten, weiß ich nicht, bin ich ja eher der Nuggets-Typ. Da ist jetzt Maddock drauf, ein Tropfen. Nochmal einen kleinen zweiten hinterher. So, das waren nochmal zwei Tropfen. Verwechsel das nicht mit Ketchup. Ich merke jetzt schon wieder, wie alles brennt und wehtut. Aber das irgendwie ein richtiger Kick ist, den du jedes Mal neu erlebst mit der Maddock-Soße. Und jetzt passt es auch wieder perfekt zu diesem weichen, matschigen Burger. So, wieder zwei Tropfen. Ein bis zwei Tropfen Maddock, eigentlich würde ein Tropfen für den ganzen Burger reichen, aber wir wollen ja unser Spice-Limit erhöhen. So, und auch der letzte Bissen kriegt noch einen Maddock-Tropfen ab. So, die Augen drehen, der Mund brennt, der Rachen brennt. Schluck auf ist auch ein bisschen da. Das heißt, Maddock-Soße geht immer. Das ist bei der Big Beef Classic mit Käse und Soße. Macht das nicht zu Hause nach. Ist keine Maddock-Soße. Aber mir schmeckt die halt immer richtig gut. Deswegen teste ich die immer mit verschiedenen Burgern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.